willkommen zu einem neuen Video von Chris und Silvia. Und ja, wir sind an der Ostsee angekommen, genau gesagt am Stettiner Haff. Wir wollten uns ja diese Gegend, in der wir im Sommer waren, und da war wirklich fantastisches Wetter, es war richtig schön, es war warm. Wir wollten uns diese Ecke einfach nochmal im Herbst angucken. Es lohnt sich immer, hierher zu kommen. Und ja, nun sind wir hier und der Wettergott hat uns ein bisschen im Stich gelassen. Es regnet und regnet und regnet. Die letzten 24 Stunden hat es durchgeregnet. Dann war gestern Abend kurz Pause und wir konnten wenigstens ein bisschen mal rausgehen und was gucken, zum Biber gehen, der hier ganz in der Nähe eine große Biberburg hat. Dann Seeadler vielleicht sichten und Kraniche sowieso, die sind hier immer unterwegs, Kraniche, Gänse. Die Schwalben sammeln sich gerade offensichtlich zum Abzug in die südlichen Überwinterungsgebiete und deswegen ist es immer wahnsinnig schön hier, wirklich. Und auch bei grauem Wetter, wir machen das Beste draus, wir konnten viel schlafen, wir haben gelesen, wir haben ein paar DVDs mit zum Gucken und ja, ist immer eine schöne Ecke hier, das Stettiner Haff, und ja, wir können es nur empfehlen, auch bei diesem Wetter. Ja, einer der Gründe, weshalb wir jetzt im Herbst nochmal hier nach Ried gefahren sind, an Stettiner Haff, ist zum Beispiel der Biber. Wir haben ja hier im Sommer schon eine Biberburg entdeckt und wir wollen jetzt einfach nochmal versuchen, ihn vielleicht nochmal mit der Filmkamera festzuhalten. Was er hier hört, ich stehe hier direkt an so einem Pumpwerk, das pumpt Wasser in diesen Kanal Richtung Stettiner Haff und ja, deshalb, das ist zu hören. Und wir haben uns hier mit der Kamera schon aufgebaut. Und wir hoffen einfach nochmal, dass wir nochmal Glück haben werden, den Biber zu sehen. Das Wetter war die letzten anderthalb Tage sehr, sehr schrecklich zu uns. Es zog ein Sturm tief durch und es hat letztendlich 24 Stunden durchgeschüttet. Und deswegen waren wir ganz überrascht, dass wir jetzt abends doch nochmal kurz los können. Es riss auf, es ist immer noch sehr, sehr, sehr windig, aber wir können zumindest hoffen, dass wir vielleicht hier nochmal Glück haben, den Biber zu sehen. Und nun ist es passiert, der Regen hat sich laut Wetterbericht in Richtung Polen verzogen. Es ist wunderschön geworden noch heute. Und ja, wir waren noch ein bisschen im Wald unterwegs hier am Stettiner Haff, haben wunderschöne Pilze gefilmt, haben Gänse beobachten können. Und ja, es ist einfach wunderschön hier. Aber jetzt wollen wir weiter. Wir müssen nicht, aber wir wollen weiter, weil wir uns mit Wohnmobilfreunden in der Nähe von Stralsund treffen. Deswegen, ja, das war's mit diesem Herbstvideo vom Stettiner Haff. Und wir würden uns freuen, wenn es euch gefallen hat. Gebt uns ein Däumchen nach oben, wenn das so ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Thank you.
Thank you.